Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, schöne Events hier, wirklich schöne Events, aber ich muss sagen, natürlich immer noch nicht, also eskaliert immer noch nicht. Irgendwann bekommt Supercell das sicherlich hin, weil viele Sachen skalieren hier ja nie. Also ihr wisst schon, ist sehr, sehr steif. Einiges können alle spielen, einiges können nicht alle spielen, weil die kleinen Rathausstufen können zum Beispiel, ich kann mir natürlich eine Hexe spenden lassen, ich kann mir auch einen Superminion spenden lassen, aber dann hier beim Superminer schlägt es natürlich dann fehl. Da muss man dann doch Rathaus 8 sein, ne? 8, ja, Rathaus 8, der verbrät 24 Platz. Da hätte man auch anstelle dessen hier sagen können, must use one Superminer or if you have a kleineres Rathaus, Miner tun es auch, die nehmen nämlich nur 6 Platz weg. Aber soweit ist Supercell noch nicht, aber ich finde es ganz gut, dass man nur noch 5-mal das Ganze machen muss und nicht mehr 10-mal. Das ist also schon gar nicht so schlecht. Das sind immer so Sachen, die fallen mir so während des Spiels eigentlich immer erst auf. Coole Maschine hier, keine Frage. Sieht ein bisschen merkwürdig aus. Ist nichts für mich. Das Event und so ist auch alles nicht ganz so wild. Aber was mich auch wundert, ist, auch die kleinen Accounts können ja shoppen wie irre hier. Ne? Auch die kleinen Accounts, hatte ich euch ja die Tage schon gesagt, können shoppen wie irre hier. Können sich alles holen, hier die Maschine und die Szenerie und was noch immer. Aber hier können sie noch nichts für Games. Da brauchen sie Rathaus Level 8. Das habe ich auch nie verstanden. Ich meine, wenn ich mir schon Games kaufe, hier, ja, dann möchte ich die doch auch ausgeben gegen coole Sachen. Hier. Aber nein, lässt mich Supercell noch nicht. Ich kann nur in Raid Medals hier investieren und die haben wir ja leider nicht, weil wir sind hier irgendwie verhaftet. Was ich auch nicht wusste, muss ich sagen, die Bauzeiten bzw. die Level sind teilweise etwas anders in den kleineren Dörfern. Denn ich kann mich nicht daran erinnern, dass jemals hier eine Luftabwehr schon auf Rathaus 6 auf Level 4 geht. War das schon immer so? Ich glaube nicht. Und auch die hier gehen ziemlich hoch. Die gehen nochmal einen hoch hier auf... Ah ne, der nicht. Dieser hier ist, glaube ich, der geht nicht mehr hoch. Okay, da brauchen wir Rathaus 7 für, aber ging, dass die auch schon immer auf 3 ging. Ich kann mich nicht wirklich dran erinnern. Würde aber ganz gerne das Event spielen. Allerdings würde ich auch ganz gerne nochmal wieder einen Bob hier losschicken. Was können wir machen? Den können wir mal 8 Stunden. Ja, die Bauzeiten sind ziemlich lang, finde ich. In den kleinen Rathausstufen, bei den großen Rathausstufen, da finde ich es gar nicht mal so schlimm, wenn das so tagelang dauert. Da brauchst du auch tagelang, also nicht wirklich tagelang, um das ganze Zeug reinzufahren. Aber hier geht es halt super, super schnell. Wir springen aber jetzt mal auf den 16er, denn da kann ich das Event mit euch spielen. Okay, hier kann ich das Event mit euch spielen, denn hier habe ich natürlich nicht alle Zeit der Welt, aber ihr seht, ich habe mir selber 2 Superminer einfach gespendet. Eine Hexe haben wir dabei und 8 Minions und da sollten wir eigentlich hier auch den Haken reinkriegen und in 2 Tagen und 21 Stunden sollte man das eigentlich ganz gut hinbekommen. Die Tränke sind ganz nett, wenn man sie halt gar nicht mehr braucht, kann man die natürlich auch in Gems umtauschen. Ich kann sie mal ganz gut gebrauchen, wie gesagt. Das sind nur so Sachen, die mir immer so auffallen, weil ich halt im Moment auch kleinere Rathausstufen bespiele und dann denke ich mal, warum lassen die mich shoppen, aber warum lassen sie mich dann nicht wirklich shoppen? Ich frage mich das nur manchmal. Okay, wir nehmen die blind mit meiner mit. Mal sehen, wofür es gut ist. Mal sehen, wofür es gut ist und wo wir eigentlich dran kommen könnten. Aber ich habe auch wieder nur einen Mauerbrecher dabei. Okay, dann können wir vielleicht hier hinten ein bisschen was machen. Lass mal gerade gucken, ob wir da mal reinkommen. So, dann nehmen wir den Kleinen mit hier. Ja, wir kommen da nicht wirklich rein. Ne? Ich hätte dann vielleicht auch mal den Schuh nehmen sollen, einfach mal, ne? Vom King. Den Schuh einfach mal vom King nehmen, den Erdbebenschuh. Kommen wir da vielleicht durch, aber den habe ich auch nur rudimentär gelevelt. Und jetzt müssen wir gerade schauen. Gehen wir mal hier rein. Ich habe jetzt nur noch 4 Loons dabei. Das ist ziemlich wenig, Leute. Weil ich muss jetzt natürlich das andere Zeug so ein bisschen hier reinnehmen. Hier haben wir noch irgendwo eine Hexe. Kann ich mal so mitlaufen. Und dann nehmen wir die 8 jetzt hier auch mit drin. Halt. Und den hier. Und jetzt muss ich ein bisschen schneller sein. Denn wir müssen so ein bisschen gegen den Fehler hier arbeiten. Hier haben wir ein paar Skelette. Oh. Okay, jetzt bin ich natürlich mal gespannt, meiner hier, wie die hier reinhauen, aber es sieht ganz schlecht aus. Also, wenn man mal hier mal... Was? Das ist ja ein bisschen spät. Aber ich glaube,
denn hier noch was hin? Oh, meine Miner sind da echt alle gestorben. Wer kann das sein? Ah, nee, jetzt haben wir es doch da. Aber das hat auch kein Miner überlebt. Ja, ist egal. Muss ja kein Miner überleben. Das heißt ja nicht, dass die überleben müssen oder so, sondern man muss sie ja nur spielen. Na, trotzdem war der nicht so gut, der Angriff, aber immerhin. Gar nicht mal so schlecht. Ich greife mal ganz gerne mit den Drachen an hier. Ihr hattet übrigens recht, Leute, also alle, die mir einen komischen Kommentar, keinen komischen Kommentar, sondern einen sinnvollen Kommentar dazu dargelassen haben, ob die Angebote mit den Erzen gut waren. Nein, sie waren nicht gut. Ihr hattet alle recht, die waren nicht gut, denn ich habe den jetzt auf 21 hier. Es ging doch dann schneller, als eigentlich gedacht habe, dass man die 600 von den Glory Ores hatte. Aber dennoch stehe ich jetzt so ein bisschen auf der Kippe hier. Was mache ich denn weiter hier? Ich habe jetzt schon gesehen, der Pfeil ist eigentlich doch gar nicht mal so schlecht. Oder macht man erstmal das Heilbuch fertig oder das Lebensbuch, dieses Heilebuch hier. Ob man das dann wieder auf 21 bringt oder ob man eher wartet, auf was das da noch kommt. Oder vielleicht ja, okay, ich habe natürlich ein paar Punkte in den Bart. Ich will nicht sagen verbaselt, aber hineingebracht. Aber dennoch, hier sind wir auch, glaube ich, im Moment im Clankrieg. Ja, seitdem die Ärzte da sind, habe ich euch ja schon mal gesagt, ist es wirklich, wirklich krank. Ich muss mal gerade gucken hier. Der Emilio hat eben als 14 an 16er umgehauen. Ah ne, das ist 14, 14. Ah, hat er den hier gemacht, oder? Ah ne, den hat Tim noch gemacht. Warte mal. Ich suche das raus. Das war eben 14 auf 16, Leute. Das müsste der hier sein. 18 auf 16. Jo, das ist ein 16er, allerdings muss man auch fairerweise dazu sagen, sind hier die defensiven Gebäude noch nicht alle so richtig schön hübsch im 16er Design. Eher nicht, aber wir gucken trotzdem mal rein, wie er das gemacht hat mit der Blimp hier. Glaube ich gar nicht mal schlecht, das mal so ein bisschen zu zeigen. Ich habe eine neue CK-Base, also die Aufreger, die dann da waren, dass ich natürlich die Angriffe hätte zeigen können, weil wenn ich 103 werde, kann ich auch den Angriff auch nicht zeigen, wenn ich hier meinen war. Er war gut. Er war wirklich gut. Allerdings müsst ihr Zuschauer auch bedenken, dass ja irgendwann Wiederholungen weg sind in zwei Tagen. Und dann kann ich das auch nicht wiederholen. Also kann man dann auch sagen, kannst du ja trotzdem noch zeigen. Kann man dann leider nicht zeigen, die sind dann rausgelaufen. Aber okay, ich mache gleich nochmal mit euch die zweite Live-Attacke hier. In jedem Fall. Und dann habe ich mal wieder ein bisschen geclasht. Gestern war es nicht so prickelnd, muss ich sagen. Nicht das Clashen, sondern eher das Musiken. Jetzt ging mir gestern nicht so gut, deswegen ging leider der Clash raus, aber ich denke mal, wir holen den nach oder verlegen halt hier wieder raus. Ihr wisst, was ich meine. Meine harte Gang. Ich weiß genau, worum es geht, aber echt gut gemacht. Ziemlich viel rausbekommen in der Mitte. Im Moment geht es übrigens. Ich hatte jetzt die letzten Tage immer das Problem, dass ich hier sehr, sehr häufig das Pausenzeichen hatte. Das hatten aber nicht alle. Bei mir ist es jetzt komischerweise so ziemlich wieder verschwunden. Aber ich hatte das wirklich bei fast jeder Attacke, hatte ich hier ein Pausenzeichen. Und also immer diesen Kringel, wenn ich sogar das Disconnect-Zeichen hier ab und zu mal, aber ich war nie disconnected, da war ich mir mal sicher, weil es ging immer weiter. Im Moment ist das wieder weg. Ich kann, ja, wie gesagt, das hatten nicht alle. Ich habe hier im WLAN rumgesucht, das tickt eigentlich wie immer. Ich hatte das auch an beiden Tablets und auch am Handy. Also irgendwo, ich bin mir nicht sicher, ob da auf der Wohnnummer, ich hätte jetzt natürlich auf LTE spielen können, ob das da auch so gewesen wäre. Das habe ich natürlich nicht getestet, weil ich mobil so gut wie gar nicht Clash of Clans spiele. Das ist mir einfach ein bisschen zu klein auf dem iPhone. Da kann ich fast nichts erkennen und mit den dicken Fingern dann da drauf. Ich meine, ich erkenne da schon was drauf. Ja. Ich kann da auch drauf angreifen, aber im CK mache ich das, tun die es nicht mehr. Das ist, glaube ich, nicht ganz so gut, wenn man das da macht. Aber hat er echt cool gemacht hier. Also 14 auf 16, Leute, geht doch. Sehr schön, dann braucht er kein 15er dran und kein 16er dran. Hat jetzt schon mal ein 14er erledigt. Sieht eigentlich ganz gut aus hier im CK. Und bin mal gespannt, wie lange unsere Serie hier hält. Ich will mal nicht sagen. Denn immer dann, wenn man sagt, ah ja, Serie hält und so, alles cool, dann funktioniert es plötzlich nicht mehr. Ihr kennt das. Naja.
Aber wie gesagt, es sind schöne Events und fünfmal angreifen geht eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Ist mir letztes Mal eigentlich schon aufgefallen, dass man nur noch fünfmal die Sachen machen muss. Habe es dann aber versäumt, das zu spielen. Manchmal mache ich es, manchmal mache ich es nicht. Im Moment mache ich das tatsächlich für die Gems. Ich weiß, ich habe noch über 3000 und so, aber trotzdem, man weiß nie, wofür man sie gebrauchen kann. Und deswegen nehme ich diese Sachen hier ganz gerne mal wieder mit. Dann hat man auch mal ein bisschen Abwechslung zu den CKs. Im Moment ist es bei mir so, dass ich immer in ein CK oder in zwei kleinen CKs habe und in einen wird gesucht oder anders. In zwei wird gespielt, in einen wird gesucht oder andersrum. Das ist mal so und mal so. Jetzt gucke ich mal. Adler da, Clanbub da. Ich würde sagen, wir gehen mal hier rüber. Ich würde sagen, wir gehen mal da rein. Und hier kann ich mir eigentlich schon meine Heiler setzen, weil ich hoffe, dass der da im Bau ist. Und dann komme ich hier vielleicht drin. Da brauche ich gar nicht. Obwohl da auch war. Ne? Obwohl da ja auch war, ist der Mauerbrecher da trotzdem an die Mauer gegangen. Ne? Jetzt geht er an die Mauer, okay. Ja, weil die hier unten schon auf ist, ne? Naja. Alles klar, er hat keine Klammbruch, okay. Dann können wir, ich habe eine Hexe dabei, das ist sehr schick. Können wir hier schon mal den setzen. Und vielleicht einen von denen, plus die Hexe dahinter. Ich habe eben wieder kein Cleanup gehabt, Leute. Ich habe eben wieder kein Cleanup gehabt. Oder zu wenig im Clankrieg. Es war zu wenig im Clankrieg. Eigentlich bin ich ganz froh, dass ich jetzt so eine Armee hier habe. Okay, ich habe jetzt natürlich ein paar Minions am Start. Den Warden brauchen wir dahinter setzen. Und dann, dass ich mit dem, manchmal verbrate ich die vielen Zauber ein bisschen zu früh. Und manchmal sehe ich den Wald hier vor lauter Bäumen nicht. Ich muss hier noch ein bisschen verhalten hier für meine. Oh, das hat echt. Ah, das ist ja, das ist schon mal gut. Okay, das ist schon mal nicht schlecht, aber die Meier sehe ich jetzt gar nicht. Ne? Aber ich kann hier jetzt endlich mal ein bisschen absetzen. Ich muss natürlich ein bisschen aufpassen, wenn es darum geht, auch noch zu einsetzen. Ich muss natürlich ein bisschen aufpassen, wenn es darum geht, dass ich hier nicht auch mal eine Luftmine mitbekomme. Oder abbekomme. So, was haben wir hier noch? Wir haben hier einen Scattershot. Den müssen wir gleich mal. Osten jetzt, dass er eigentlich ganz so viel kaputt macht. 1, 2, da gesetzt, 1, 2, 3. Der ist auch weg. Ja, wie gesagt, eben hat es mal wieder am Cleanup gelegen, dass ich was mitmachen konnte. Und das soll mir aber nicht immer passieren. Hier hinten ist alles weg. Und die schießen nochmal da drauf. Okay, sieht aber ganz gut aus. 1, 2, 3, ab dafür. Und dann ist die Base auch Geschichte. Entschuldigt bitte. Jo, es geht eigentlich ganz gut mit den Minions. Allerdings muss man natürlich wegen den Luftfallen, den Luftminen aufpassen. Es sei denn, die Ballons haben die alle schon gefressen, was ich nicht wirklich glaube. Aber so kann man es ganz gut machen. Ein bisschen Reload. Und jetzt haben wir schon zweimal das Spiel gemacht. Also das ist ja wirklich easy peasy hier. Das schaffst du ja locker an einem Tag. Wenn man richtig liest. Man muss nur richtig lesen, Toto. Man muss nur richtig lesen, das ist ja auch nicht passiert. Ne? Okay, ich muss gleich nochmal umbauen. Ich baue gleich nochmal um, Leute. Ich sehe es jetzt gerade. Och, nö. Überall muss man. Hier habe ich 8, da habe ich 1, ja. Und hier habe ich 5. Okay, 5 Hexen. Na, da muss ich ganz umbauen. Da muss ich meine Luftarmee ganz umbauen. Naja, werde ich auf jeden Fall machen. Aber ich finde es auf jeden Fall nicht schlecht, aber es würde mich freuen, wenn das Ganze mal skaliert. Also auch hier vor allen Dingen, dass etwas eher mit Gems was gekauft werden kann. Natürlich ist der Shop, kann man sich dann schon vorher eindecken. Also ich kriege auf Rathaus 7 eigentlich den König und kann dann auch die Ärzte schon einsetzen. Denke ich mal, ich finde im Moment jetzt keinen Grund, warum ich nicht schon als kleiner Account shoppen gehen könnte, wenn ich das Geld doch einfach habe. Habe mir hier viele, viele Gems geholt und kann sie jetzt eigentlich gar nicht ausgeben, außer dass ich in meinem Dorf irgendwas verschnellere. Könnt ihr mir gerne mal in die Meinung schreiben, wie ihr das mit der Skalierung haltet und warum das manchmal so ist.
Wenn euch das Ganze ganz gut gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren, nicht vergessen, am Kanal dranbleiben. Ich verbleibe auf jeden Fall. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Tuto. Clasht.